Hallo, Waage. Du hast am 1. des Monats Sonne Quadrat Mars. Der Monat beginnt mit einer dynamischen Konstellation, die dich motivieren wird, eine Sache erfolgreich zu meistern oder zu erledigen. Partnerschaften sowie die Zusammenarbeit mit anderen Menschen können eine besondere Herausforderung am Monatsanfang darstellen. Bis zum Monatsende können die folgenden Themen in den Vordergrund treten: Urlaub, Finanzen, Bildung, Kinder und Selbstständigkeit. Auch am 1. Februar haben wir Venus in Wassermann eingetreten und das heißt, bis 25. Monatstag ist kreative Arbeit besonders begünstigt. Du wirst den Mut haben, etwas freiwillig zu machen, was dir Spaß macht. Falls zutreffend, kann man in der Liebe Schwierigkeiten haben, sich langfristig an jemandem zu binden, nutze die Gelegenheit, mehr Abwechslung in allen Lebensbereichen zu bringen. Zwischen 2. und 11. des Monats haben wir Venus, Konjunktion Saturn und Jupiter in Wassermann. In den Bereichen des Berufes und der Kreativität stellt sich die Frage, ob man neue Wege betreten soll oder nicht. Möglicherweise ist man in Bezug auf sein gesellschaftliches oder akademisches Weiterkommen etwas zögernd und unentschlossen. Zwischen 10. und 11. des Monats hast du Neumond in Wassermann. Bis Anfang März wirst du deine eigenen Ideen, Vorstellungen und persönlichen Projekte umsetzen wollen. Diese Aussage betrifft alle Lebensbereiche. Der fröhliche Kontakt und die Vernetzung zu anderen Menschen werden eine zunehmende wichtige Rolle im Berufsleben spielen. Falls zutreffend, kann man ein neues Kind mit diesem Mond zur Welt bringen. Zwischen 12. und 17. des Monats haben wir Saturn Quadrat Uranus. Nicht alles, was du dir im Jahr 2021 vornimmst, wirst du so schnell verwirklichen können, wie du es möchtest. Es empfiehlt sich dennoch, bei einer Sache zu bleiben, bis man gewünschte Ergebnisse sieht. Die effektive und sinnvolle Nutzung und Verwaltung von Ressourcen und Eigentum stehen im Vordergrund. Wir haben dann am 18. Sonne in Fische eingetreten. Bis 20. März kann das Thema Gesundheit wichtig sein. Meide Übereinstrengung und Stress. Denn ansonsten wirst du mit gesundheitlichen Beschwerden rechnen müssen. Du hast zwischen 19. und 20. Monatstag Venus Quadrat Mars. Leidenschaftliche Begegnungen sind mit dieser Kombination möglich, wenn man sich frei nimmt oder offen für Neues ist. Am 21. hast du Merkur direkt läufig in Wassermann. Bis Mitte März wirst du dir einen größeren Überblick von den vorhandenen Situationen verschaffen können. Bis dahin wirst du einige Dinge aufräumen und einordnen können. Dies wird dir dabei helfen, das Beste aus deinem Potenzial zu machen. Zwischen 22. und 25. haben wir Mars, Trigon, Pluto. In den Bereichen der Familie und Geschäfte dürftest du wieder an Vertrauen gewinnen. Wir haben am 25. Venus in Fische eingetreten, das heißt bis 21. März solltest du vorsichtiger als sonst mit deinen Finanzen umgehen. Falls zutreffend, wirst du dich bald um eine Familienangehörigen oder Arbeitskollegen kümmern. Zwischen 26. und 27. beendest du Februar mit einem Vollmond in Jungfrau. Bis Mitte März solltest du deine Aufmerksamkeit auf deine innere Ruhe und Zentriertheit lenken. Dies wird dir erlauben, dich emotional und körperlich zu regenerieren. Eine Diät- oder Ernährungsumstellung ist begünstigt. Liebe Waage, mit diesen Wörtern bin ich fertig. Wenn du eine individuelle Prognose für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen. Vielen Dank und viel Glück im Februar 2021.